So, da sind wir drauf. Heidelberg, Turnier ist vorbei. Neben mir steht Geske. Und dann Mike Horst, die gerade das Finale bestritten haben. Aber ich fange mal ein Spiel vorher an. Das war, glaube ich, das vermeintlich Wichtigste für euch. Das Halbfinale. Ja. Endlich mal gewonnen. Vielleicht ein kurzes Fazit. Also wir sind eigentlich echt zufrieden mit dem Turnier. Wir haben, wie gesagt, endlich mal das Halbfinale gewonnen. Wir haben irgendwie in unserem Weg gefunden, dass wir das doch hinkriegen und vernünftig beim Halbfinale spielen. Wenn wir jetzt noch ausmerzen können, dass wir immer am Anfang des Satzes immer mit 0-4 oder 0-5 starten, dann wäre das schon ganz gut. Das ist ungünstig, das stimmt. War die Lösung, heute Morgen vorher zu trainieren? Wir haben diesmal heute früh ein bisschen was gemacht, aber bei 12 Uhr spielen ist es dann auch nicht mehr wirklich früh. Nee, das ist nicht früh, das stimmt, das kann man machen. Gut, dann jetzt das letzte Spiel heute. Das hat ohne Finale. Uns ja, zu 13, zu 9. Danke, dass du 26 Minuten Klatsche, kann man das so zusammenfassen? Ja. Okay, da brauchst du natürlich nicht viel dazu. Naja, ich glaube, Fira und ich haben auch noch gegen uns gespielt. Wir haben uns gegenseitig immer auf die andere Seite gestellt. Aber ich glaube, das war jetzt relativ egal. Das Halbfinale, oder? Egal ist es eigentlich. Nein, egal nicht, aber... Ja, das Halbfinale war heute das wichtigere Spiel, das stimmt. Aber egal ist es nicht. So ein Spiel mag man eigentlich nicht haben. Es ist zwar auch ärgerlich, wenn man eng verliert, aber... So ist es halt auch total doof, wenn gar nichts mehr kommt. Ja, gerade fürs Publikum will man natürlich noch ein bisschen Show bieten. Ja, die sich auch noch immer für uns gefreut haben. Ja, das stimmt. Kostet nicht mal mehr lachen. Ja gut, ich hoffe, dass es besser wird. Und jetzt können wir ja auch in der Finale sehen, wo der Klug besiegt ist. Hoffen wir mal. Ich hoffe, Leipzig? Werden wir nicht so zusammenspielen, sondern da wird Kira mit ihrer U23-Partnerin spielen. Da bin ich mal gespannt. Dann Wiedersehen aus Heidelberg. Tschüss.